Ich hoffe, sie tanzen so gut, wie sie sich kleiden. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Sie und ich, wir sind gar nicht so verschieden, Agent Argyle. Etwas Hilfe, bitte? Sekunde. Das Buch ist fantastisch, Schatz, aber... Was passiert als nächstes? Das nennt man Cliffhanger, Mutter. Ellie, das nennt man Ausrede. Wow, hey, da ist eine Katze drin. Oh mein Gott, sie sind die verdammte Ellie Conway. Die Autorin der Argyle-Reihe, Ellie Conway. Ich bin so ein großer Fan. Oh ja, und was machen Sie? Spionage. Bekomme ich ein Autogramm? Los geht's. Ich liebe dieses Buch. Kommen Sie! Wer sind diese Menschen? Echte Spione. Warum interessieren die sich für mich? Weil sie eine gottverdammte Wahrsagerin sind, Ellie. Was sie in ihrem neuen Buch geschrieben haben, ist eingetreten. Sie haben in ein Wespennest gestochen, von dem sie nicht mal was wussten. Ich stecke in mächtigen Schwierigkeiten, Mom. Oh, jetzt experimentierst du also mit Drogen. Alle Kräfte werden auf sie angesetzt. Ich will, dass sie das nächste Kapitel schreibt. Gott, ich hasse diese Katze. Darf ich Ihnen vorstellen? Der echte Agent Argyle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Spannender Regisseur, noch spannenderer Cast und trotzdem ein Trailer, nachdem ich irgendwie unsicher bin, was ich davon halten soll. Und damit war es das erste Bewegtmaterial zu Argyle, ein Spionage-Action-Thriller, anscheinend mit komödiantischer Einlage, den uns Universal Pictures voraussichtlich ab dem 1. Februar 2024 in die deutschen Kinos bringt, ist der neue Matthew Vaughn-Film. Der hat die Kingsman-Reihe gemacht, der hat Layer Cake gemacht, der hat Kick-Ass gemacht, der hat also eigentlich immer irgendwie was zu erzählen und oder kann auch visuell überzeugen. Dazu Henry Cavill mit für mich fast gewöhnungsbedürftiger Frisur, Sam Rockwell, starker Charakterschauspieler, auch wenn ich schon in dessen erste Actionsequenz hier im Trailer bemängelte, dass die dann doch so zerschnitten und choreografiert wirkt, zumindest so geprobt. Hier kommt ein Schlag, den muss ich da aufhalten, dass ich mir gewünscht hätte, dass das ein bisschen knackiger wirkt. Bryce Dallas Howard mit dabei, John Cena, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, also erst einmal eine Menge an bekannten Leuten in einer Geschichte, die auf einem Buch basiert, also das Ganze eine Buchverfilmung rund um eine Autorin für Krimis, die sehr erfolgreich ist und zurückgezogen mit ihrer Katze Elfie lebt, zu Hause. Also nur als die Geschichten in den Büchern immer echter werden und es um eine besondere Geheimorganisation wird, da ist es vorbei mit der Ruhe und auf einmal befindet sie sich mit einem Agenten, der eigentlich eine Katzenhaarallergie hat, in Form von Sam Rockwell, mitten in einem Abenteuer und einer Jagd rund um den Erdball. Das sind alles so Konstellationen, wo ich denke, na, es wirkt nicht ganz frisch, sowas bekommen wir immer mal wieder. Ob der Cast und Regisseur es alleine rausreißen, ich finde zumindest die Farbkonstellation alleine in dieser einen Wolke, in der so viele Farben sich widerspiegeln, also visuell nicht uninteressant, das alleine reicht also erst einmal nicht. So habe ich das Gefühl, hier schwingt so eine Trash-Ebene mit. Das kann cool sein, das muss nicht cool sein. Bis Februar ist aber auch noch eine Weile hin. Das ist vielleicht erstmal ein Vorgeschmack in etwas, wo ich gar nicht weiß, wo soll ich das hinpacken. Und das kann was Gutes oder kann was Schlechtes sein. Aber erst einmal bin ich offen und hoffe, dass das Ganze so einen gewissen Stil hat, der zu Matthew Vaughn gehört. Deswegen gerne ein, zwei Fragezeichen mit Hoffnung aber hinter diesen ersten Trailer zu Argyle. Was sagt ihr denn zu dem? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß im Kino.